Dann habe ich noch eine Frage für die Zuschauer da draußen. Guckt deine Familie auf Spray-TV? Ja, natürlich. Ja, von Kanada aus gucken die alle Spray-TV. Und ja, es ist eine große Feier, jedes Spiel. Und ja, cool. Ja, es ist ganz schön cool. Heute haben wir uns mit Neuzugang Nummer 5 getroffen. Josh Steffens hat bei den Crocodiles einen Tryout-Vertrag unterschrieben, der sich vor kurzem automatisch verlängert hat. So erzählte er es vor kurzem Sven Gösch im Drittel-Interview. Also Tryout gilt ja sowieso immer nur für die Vorbereitung. Danach brauchst du halt einen Spielerpass. Im Fall von Josh dann noch eine Transferkarte. Er spielt. Also haben wir einen Spielerpass beantragt, haben die Transferkarte beantragt. Demzufolge wird er auch hier bleiben. Für den Rest der Saison. Jawohl. Ja. Wir sprachen mit Josh über die Gründe seiner Rückkehr nach Deutschland und welche Unterschiede es zwischen deutschem und kanadischem Eishockey gibt. Josh wurde im Jahr 2000 in Bayreuth geboren. 7 Jahre später sind er und seine Familie nach Kanada gezogen. Was hat dich dazu bewegt, jetzt wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Ich habe Deutschland ein paar Mal besucht und ich mochte die Gegend hier, Hamburg und einfach Lüneburg und hier im Norden. Und ich hatte die Gelegenheit für Andorf letztes Jahr zu spielen und ich wollte das nutzen. Da war kein Eishockey in Kanada letzte Saison wegen Corona. Ja. So, ich wollte einfach hier hinkommen und was anderes probieren. Du hast gerade schon angesprochen, dass du in Adendorf warst. Adendorf war sehr wahrscheinlich keine zufällige Adresse. Zum einen hat Josh in der Nähe Familie, zum anderen besteht dort der Bezug zu seinem Vater. Sein Vater Troy spielte von 1998 bis 2000 für den IC und brachte es damals in 100 Spielen auf 91 Tore und 108 Vorlagen. Ist er maßgeblich daran beteiligt, dass du jetzt Eishockeyspieler bist? Ja, natürlich. Ich wollte eigentlich schon immer Eishockeyspieler sein. Bestimmt, weil er auch Eishockeyspieler war. Aber ich bin einfach damit aufgewachsen und es ist einfach so passiert. Wann Josh mit dem Eishockeyspielen begonnen hat, wissen wir gerade nicht. Allerdings beginnen seine ersten Einträge im Internet zur Saison 2014-2015, wo er ungefähr 14-15 Jahre alt gewesen sein muss. Was sind oder was war bisher denn dein größter Erfolg in deiner bisherigen Karriere? Ich glaube, mein größter Erfolg oder mein größter Mannschaftserfolg war mein erstes Jahr bei der Uni in den USA. Haben wir die National Championships, haben wir in die National Championships gespielt und das war schon ein großer Erfolg für die Mannschaft und es war ganz schön geil. Wir haben in die Eishalle von den Dallas Stars gespielt, so es war ganz schön cool, da zu spielen und einfach so NHL-mäßig Eishalle. Ich glaube, das war mein größter Erfolg. Da glaube ich, das muss richtig cool sein, diesen riesen Stadion zu spielen. Ja. Ne? Waren da denn auch dementsprechend viele Zuschauer oder hattet ihr auch im Juniorenbereich eher, so wie in Deutschland, eher weniger Zuspruch? So, es war schon Uni-Sport. So, ja. Da waren schon ganz schön viele Zuschauer. Nicht so viele wie die NHL, aber es war immer noch ganz schön viel Spaß. Und, ja, das glaube ich. Ja. Jetzt hast du einen Tryout-Vertrag bei den Crocodiles bekommen. Ist das von dir ausgegangen oder hast du einen Spielerberater, der das in die Wege geleitet hat? So, ich habe einen Spielerberater, der hat das alles gemacht. So, ich musste nicht wirklich viel tun, aber ja, es hat gut geklappt, alles hat funktioniert und ich freue mich, hier zu sein. Fühlt sich wohl hier? Ja. Du hast jetzt ja auch schon einige Spiele und auch einige Trainings mit den Crocodiles absolviert. War das für dich also die richtige Entscheidung? Fühlt sich wohl in der Mannschaft? Ja, natürlich. Ja, die Mannschaft ist super. Die Spieler sind wirklich nett. Der Trainer ist auch sehr nett. Ja, alles läuft super gerade und ich freue mich wirklich, hier zu sein. Wenn du die Möglichkeit hast, würdest du auch gerne noch eine Saison bleiben? Dann ja, gerne. Ich würde gerne hier in Deutschland bleiben. Ja, ich mag die Gegend hier. Ist ganz schön anders als Nordamerika und ist, keine Ahnung, ist ein bisschen mehr entspannt und das mag ich hier und ich würde gerne ein bisschen länger in Deutschland bleiben. Wenn du das kanadische Eishockey und das deutsche Eishockey mal miteinander vergleichst, gibt es da grobe Unterschiede vom Spielbetrieb her oder? Schon ein bisschen, ja. Die Eisfläche hier ist einfach größer und das
Das ist schon ein bisschen anders. Es ist immer noch Eishockey, ja. Und du kannst das, ja. Auch von der Härte irgendwie kein großer Unterschied. Also. Ja, es kommt drauf an. Es ist ein bisschen härter in Kanada, aber keine Ahnung. Wir haben schon Spiele gespielt gegen Tilburg und so. Das ist auch schon ganz schön hart, fast so wie in Kanada. Hast du ansonsten irgendwie ein Idol, vielleicht aus der NHL oder so? Ja, da sind schon ein paar. Ich bin jetzt Stürmer und Tyler Bertuzzi. Ich habe mit seinem Onkel ein paar Mal trainiert auf dem Eis. Cool. So, der ist schon ein Vorbild. Wenn du gerade kein Eishockey spielst oder nicht studierst, hast du noch andere sportliche Hobbys? Ich liebe Golf. Ich spiele jeden Sommer Golf. Eigentlich so viel wie möglich. Ich liebe es. Wirklich. Fast so viel wie Eishockey eigentlich. Ja, es macht einfach Spaß. Und sonst irgendwas, was dem Eishockey näher kommt, was ein bisschen körperbetonter ist? Fitnessstudio. Das eigentlich, man muss das machen als Eishockeyspieler, aber ich mag das auch sehr gern. Du bist jetzt schon ein paar Wochen in Hamburg. Hast du schon so einen Lieblingsort außer der Eishalle natürlich gefunden hier in Hamburg? Nicht wirklich, nein. So, ich wohne hier nicht. So, es ist schon eine längere Fahrt, hier hinzukommen. Ja, ich will eigentlich mehr von Hamburg sehen und ja. Also Freizeit verbringst du dann mehr in Lüneburg? Ja, genau. Ja, macht ja auch Sinn, wenn man relativ lange zur Eishalle fährt, ne? Dann ist der Weg nach Hause dann doch. Der Weg nochmal nach Hamburg rein, um sich hier irgendwas anzugucken, das ist schon relativ weit. Ja. Dann wünschen wir dir für die kommende Saison, also die nächsten Spiele, auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei diesem tollen Wetter. Dankeschön.